Moin Freunde, nochmal kurz auf die Schnelle, weil wir gerade neue Sachen reingekriegt haben. Ich hoffe, ihr seid alle ordentlich beschenkt worden. Und für diejenigen von euch, die Geld geschenkt bekommen haben, dann zeige ich euch jetzt vielleicht, wofür ihr es für ausgeben könnt. Legen wir gleich los. Das Doppelpack von Marvel Legends mit Polaris und Havok ist wieder reingekommen, war kurzfristig weg. Dann was richtig Geiles, und zwar Luke Skywalker aus der Skywalker Strike Serie. Eine Limited Edition, wie er seine Medaille überreicht bekommen hat. Wunderbar Sculpting, schönes Zubehör, schöne Verpackung. Ist toll, was Hasbro sich da hat einfallen lassen. Und hier noch was, einer der Kassenknüller des Jahres zu Frozen 2. Der gute Olaf und Elisa mit 20 gesprochenen Worten und auch einem Glow in the Dark Olaf. Dann ist nur zu Rezensionszwecken, damit ihr es mal gesehen habt. Die Falle von den Ghostbusters ist reingekommen. Sind alle über Vorbestellungen ausverkauft. Kommen auch wahrscheinlich nicht mehr rein. Hier ein Bausatz von Gundam mal wieder reingekommen. Bezüglich dem Ghostbusters, der Ghostbusters Falle von eben. Ich kann euch nur raten, Leute, wenn ihr sicher sein wollt, dass ihr die Sachen kriegt, hier noch ein neuer Gundam, dann nutzt die Vorbestellung. So. Das war ein riesen Gundam. Dann von Diamond aus der Büstenserie der Half-Size Hulk. Also das sind immer so die Büsten in der halben Körpergröße der Figur. Wobei ich bei dem Hulk jetzt gerade den Eindruck habe, dass das mehr so Menschengröße Half-Size sein soll. Ich subjektiv gesehen würde ich sagen, der müsste bei halber Größe noch ein bisschen größer sein eigentlich. Dann haben wir von Diamond Gallery aus der Gallery-Serie den 90er Jahre Spider-Man mit dem wunderbaren klassischen 90er Jahre Comic-Kostüm, wie er sich gerade über ein Dach schwingt mit Spinnweben und so dabei. Richtig geil. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis, das sagen wir ja oft genug, gibt es da nichts Besseres. Und das hier ist eine Figur, da haben viele von euch von gehört. Die hatten wir auch mal ganz, ganz kurz vor vielen, vielen Monaten und dann keine mehr. Und wir haben jetzt tatsächlich noch mal ein paar wenige reinbekommen. Und zwar, das ist der legendäre Batman Animated Series Mondo 112er. Entschuldigung, nicht 112er, 1:6er. Zur Animated Series, da kommt noch der Mr. Freeze raus. Der ist noch nicht gekommen und dieser Batman ist super, mega selten. Wir waren selbst ganz überrascht, dass wir da noch mal was reinbekommen haben. Den können wir euch im Moment auch nur so zeigen, weil die sind im Moment auch alle verkauft, kommen aber wieder rein. Das ist der gute Range Trooper als Büste zu Star Wars. Wir haben auch eine kleine Rezension letzte Woche rausgebracht zum Star Wars Film. Also wir fanden ihn gut, war jetzt aber nicht unser absoluter Star Wars Lieblingsfilm, aber das kann man auch nicht erwarten. Wenn man da jetzt, sag ich mal, als Kind oder Jugendlicher so geprägt wird, dass man dann als Erwachsener nochmal die gleiche Reaktion hat. Und dann haben wir zu, wo wir schon dabei sind, Empire Strikes Back, was für mich und viele andere halt der beste ist, nochmal den guten Darth Vader. Haben wir vor ein oder zwei Wochen welche reingekriegt, ein paar Statuen, die sind alle weg. Jetzt haben wir nochmal welche reinbekommen von Gentle Giant, die ja mittlerweile von Diamond aufgekauft worden sind, wie ihr sicher alle wisst. Und dann gibt es neue Lightning-Figuren der Power Rangers von Hasbro. Den guten roten, den guten blauen Ranger und den gelben und den weißen. Wobei gelb und weiß gibt es leider Gottes nur im Set im Moment leider nicht einzeln. Ich hoffe, das ändert sich noch. Das können wir aber nicht garantieren. Dann gibt es neue Transformers. Und zwar einmal den guten Thundercracker und einmal Megatron. Dann ganz was Feines, und zwar von NECA aus dem Conjuring-Universum, den Crooked Man in der typischen Ultimate-Verpackung. Hier mit dem Kartonhenkel und dann schön zum
aufklappen mit diversen Händen, mit seinem Regenschirm dabei, mit der Spieluhr für die Leute, die den Film gesehen haben. Ist ja auch sozusagen das Teil, was läuft, bevor er auftaucht, wenn ich mich richtig erinnere. Das Zelt ist so jetzt nicht dabei, das ist nur in der Verpackung innen drin zu sehen, aber nicht so physisch zum Auspacken. Dann haben wir hier noch einen Gundam reinbekommen. Ihr kennt das ja, zusammenstecken und losspielen. Muss nichts mehr bemalt werden. Und dann eine ganz, ganz tolle Statue von Diamond Premier Collection, und zwar der gute Moon Knight. Es ist nicht eine geile Statue, absoluter Knaller, finde ich. Super. Es warten auch noch ein paar Leute von euch auf den Mezco 112 Moon Knight, diese neue Edition. Da haben wir auch noch keinen neuen Termin für, aber ich glaube, der soll so erstes Quartal nächsten Jahres kommen. Dann haben wir zwei neue Figuren von Funko zu Dark Crystal, Age of Resistance. Und zwar einmal diese alte Dame, die Augra, und die kleine, ja, wie nenne ich sie, also Deed, die, na, wie nennen die sich, Fee ist es nicht, schreibt es mir unten rein, aber bis ihr es reingeschrieben habt, ist es mir wahrscheinlich auch wieder eingefallen. So, dann von Eagle Moss ist der gute Lobo wieder reingekommen. Eine Figur, die schon vor langer Zeit rausgekommen ist. Vor kurzem haben wir noch mal ein paar wenige bekommen. Jetzt haben wir noch mal ein paar wenige bekommen. Also wer nichts von dem Main Man hat, hier habt ihr eine wirklich günstige kleine Statue mit seinem Hundi. Und hier haben auch einige drauf gewartet, dass wir den endlich wieder reinkriegen. Den MDS Freddy Nightmare Before Christmas von Mezco. Diese stilisierten Figuren gibt es ja auch zu den anderen Horror-Lizenzen, zum Beispiel zu Halloween. Dann zu Star Wars Galaxy of Adventures. Die letzte Serie haben wir ein paar Figürchen reingekriegt. Chewbacca und Jet Trooper. So, zeigen wir sie jetzt alle nacheinander. Darth Vader und die gute Rey. So, diesmal, oh, den Jet Trooper hatten wir schon. So, und hier haben wir noch, oh, ein bisschen weiter, so Kylo Ren und Finn. Dann zu Borderlands, zu den Statuen. Da kam ja vor der Zeit Claptrap raus. Und jetzt haben wir noch einen von den Psycho-Bandits reingekriegt. Also von der Größe und Preis-Leistungs-Verhältnis ganz tolle Statuen. Liegen, glaube ich, so bei 20, 25 Euro oder so. Ich glaube sogar nur 20, wenn ich es richtig im Kopf habe. Müsst ihr mal im Webshop gucken. Aber die sind auch wirklich super gesculptet. Und noch ein Gundam. Wie kann es sein? Also Gundam. Die liegen hier, glaube ich, so um die 30 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann wieder reingekommen von ArtFX, Kotobukiya, der gute Bounty Hunter Sukkus. Keine ganz neue Figur. Und dann auch wieder reingekommen, sind wir sehr froh drüber, weil die sind auch mittlerweile mega selten. Das ist der gute Leonardo. Und zwar, wie sie im Comic damals rausgekommen sind, von Good Smile. Eine Statue. An die, also an alle vier Statuen, wenn ihr da nicht schon welche von habt, ist wirklich schwer ranzukommen. Dann was relativ Seltenes und Schönes, freuen wir uns auch sehr. Zwar mit dem Jahr Verspätung, aber das ist der 2018er. San Diego Comic Con Exclusive Romulan Bird of Prey, und zwar in der Cloak-Version, also durchsichtig, wenn er sozusagen nicht sichtbar ist. Ist damals auf der San Diego Con als Special von Diamond rausgekommen. Dann gibt es neue Dragon Ball Superstars Figuren. Piccolo, Vegeta. Und als letztes haben wir noch den Goku dabei. Wie gesagt, die haben jetzt leider keine Buff-Teile mehr dabei, wie das früher immer gewesen ist. Aber trotzdem vom Preis-Leistungs-Verhältnis tolle Figuren. Und hier der letzte der vier neuen Animated-Figuren. Letzte Woche kam ja Ivy und Killer Croc und so weiter rein. Und jetzt ist auch endlich Bane gekommen.
zu der alten Batman Animated Serie. Dann von Kotobukiya zum guten Prügelspiel Tekken. Und zwar Christy Montero als Bishuyu-Statue. Und das sind wirklich vom Preis-Leistungs-Verhältnis mit die sexiesten, schönsten, toll gesculptesten Bishuyu-Frauen-Anime-Figuren, finde ich so, die es auf dem Markt gibt. Also die sind ganz toll durch die Bahn. Dann von Banpresto ein klein bisschen was Neues hier zu Dragon Ball. Da kam ja letzte Woche einiges rein. Jetzt nur ihr, der als einziges. Und aus der Colosseum-Reihe zu My Hero Academia eine neue Figur, und zwar der Darby. Das sind dann so die Interpretationen von diversen japanischen Designern, welches Kostüm und welchen Look sie gerne diesen Figuren geben würden. Dann auch eine Figur wieder reingekommen, die es lange, lange nicht mehr gab. Sind wir auch sehr froh, dass wir noch ein paar wenige bekommen haben, und zwar aus der Femme Fatale Serie von Diamond Select, die gute Steampunk Lexi. Das ist jetzt eine der Charaktere gewesen, die sie wirklich so für sich rausgebracht haben. Das ist jetzt keine Figur zu einem bestimmten Comic oder so, sondern wirklich nur zu der Serie. Dann auch nur zu Anschauzwecken, weil da auch im Moment alle Sets über Vorbestellung ausverkauft sind. Und zwar Fantastic Four von Hasbro, Mr. Fantastic und Human Torch. Alle auch wunderschön neu gesculptete Gesichter. Tolle Figuren. Und dann auf die beiden waren natürlich viele. Und das Schöne ist, wir haben sie tatsächlich auch einzeln, weil die im Case doppelt gepackt sind. Und zwar, ihr seht's alle, Dr. Doom und das Ding. Und als Buff ist hier halt der Super Skrull dabei. Auch eine richtig, richtig geile Figur. Da könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. Ich hoffe, dass wir in nächster Zeit dann noch ein paar Sets reinbekommen. Aber im Moment, wie gesagt, sind alle weg. Wenn wir noch mal welche reinbekommen, frühestens in 2 bis 3 Wochen, denke ich. So, und dann haben wir hier noch die gute She-Hulk. Wieso sie jetzt nur Hulk hier drauf geschrieben haben, weiß ich nicht. Und dann haben wir die gute Invisible Woman von den Fantastic Four. Witzigerweise ist die Hulk oder der Hulk hier so grau mit grünem Gamma. Da bin ich offensichtlich auch nicht ganz auf dem aktuellen Stand der Comics. Dann von McFarlane 2 ganz tolle, sehr nachgefragte Figuren von euch wieder reingekriegt. Und zwar von Doom, den Slayer, und zu Mortal Kombat, der Scorpion. Könnt ihr hinten noch mal ein bisschen drauf gucken. So. So, und langsam geht es dem Ende entgegen. Ich habe jetzt nur noch 2 Figürchen hier für euch. Und zwar auch eine, die es schon lange, lange nicht mehr gab. Wo wir uns aber auch sehr freuen, dass wir die wieder reingekriegt haben. Und zwar aus der DC Direct Designer Serie. Die Version von Amanda Conner, wie sie sich Starfire vorgestellt hat. Beziehungsweise wie sie sie designt hat. Da freue ich mich auch sehr auf die 2. Staffel von Titans, die ja sehr bald anlaufen soll. So, und last but not least, dieses Monster super geil. Und zwar zum allerersten Alien-Film, der Big Chap. Und zwar in 1:4 Größe. Fettes Teil. Vom Design so ein bisschen an die alten Kenner-Sachen angelegt. Ihr habt dann auch noch diese Rückenteile, die rausstehen, die müsst ihr einfach nur einstecken hinten. Wegen der Größe des Kartons haben sie die halt abnehmbar gemacht. Die sind unten im Karton befestigt. So, und dann haben wir nochmal Siri und Jennifer in der ersten Fassung von Dark Horse reingekriegt. Die habe ich leider jetzt nicht zur Hand. Apropos Witcher. Ich bin jetzt nicht so bewandert in dem aktuellen Spiel. Tatsächlich war ich aber verdammt enttäuscht von der neuen Netflix-Serie. Alle Leute, die totale Witcher-Fans sind und die Serie total super fanden, das will ich euch nicht nehmen, aber ich würde es mal mit den Worten von Mary Schreiber sagen, die sie
zu ihrem Mann Arnold Schwarzenegger gesagt hat, als sie aus der Premiere von Red Sonja rausgegangen sind. Wenn der Film deine Karriere nicht ruiniert, dann kann nichts deine Karriere ruinieren. Und so ähnlich kommt es mir auch vor mit Henry Cavill. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso er in so einer Produktion mitmacht. Also ich fand, also man kann es gucken, aber es ist halt echt B-Movie, ne? Es ist echt relativ trashig. Es gibt einige solche Fantasy-Serien, die man auch schon samstagnachmittags auf Pro7 oder sonst wo gesehen hat. Es ist überhaupt kein Vergleich mit sowas wie Game of Thrones oder so. Relativ billige Kostüme und Kulissen, storymäßig, also schwach. Mir fällt wirklich leider nicht viel Gutes über die Serie zu erzählen ein. Was eine Mega-Serie ist, die ich allen empfehlen kann, die Sky bei sich haben, kommt hoffentlich auch irgendwann als Free-TV-Premiere. His Dark Materials, die Fernsehserie zu den Büchern, wo sie damals schon den Goldenen Kompass, den Film, rausgebracht haben, scheint sehr viel dichter an den Büchern dran zu sein. So die ersten ein, zwei Folgen muss man erstmal abchecken, was geht hier überhaupt ab, muss man sich ein bisschen in das Universum reinfinden, aber danach, also super tolle Fantasy-Serie, tolle Schauspieler, tolle Kulissen, vor allen Dingen eine ganz tolle Story und eine ganz wunderbare Hauptdarstellerin. Das ist richtig was für Weihnachten. Also wenn ihr Sky habt oder wenn ihr die sonst irgendwie kriegen könnt, die Serie, natürlich nicht bootlecken oder ribben oder was weiß ich, sondern vielleicht gibt es da ja schon was auf Blu-ray, ich weiß es nicht. Unbedingt anschauen, His Dark Materials, ganz, ganz, ganz toll. Ansonsten wünsche ich euch noch frohe Feiertage. Und falls wir vor Silvester keine neue Wahl kriegen, auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank für die Treue im abgelaufenen Jahr. Es war unser bisher erfolgreichstes Jahr überhaupt in jetzt 26 Jahren, die es den Laden schon gibt. Sowohl hier im Geschäft als auch online, als auch den vielen netten Rückmeldungen von euch. Es freut uns immer total. Freut uns sehr, also wenn ihr was zu loben habt, schreibt es uns gerne, freuen wir uns wirklich, auch wenn wir aufgrund der vielen Arbeit vielleicht nicht immer schaffen, euch darauf zu antworten. Wenn ihr was zu kritisieren habt, wenn ihr euch was wünscht, schreibt es uns auch. Wir versuchen immer, uns zu verbessern im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und es wird auch Verbesserungen geben. Der Shop wird nächstes Jahr general überholt im Januar. Da gibt es auch noch einige Neuerungen, da wird auch noch ein bisschen der Service erweitert. Lasst euch da mal überraschen und wir werden auch YouTube-mäßig, Instagram-mäßig und so weiter mehr machen. Es wird auch wohl noch ein oder zwei andere YouTube-Reihen in Zukunft geben mit mir und ein, zwei anderen Leuten. Das hatten wir ja schon mal angekündigt. Wir wollen auch jetzt ein bisschen mehr noch Comics vorstellen, vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu Filmen und so weiter sagen, und das wird dann wahrscheinlich ein bisschen getrennt von dem ablaufen, was wir hier einfach nur immer in den wöchentlichen Neuheiten-Videos euch zeigen. Ansonsten ich hoffe, es geht euch so gut, wie es mir geht, wie es uns geht, wie es Janis geht und Basti und André und Fabienne und dem Marc und dem Christian und dem Fanut und allen, die hier beteiligt sind, uns helfen. Ich hoffe, euch geht's genauso gut wie uns und vielleicht dann bis zum nächsten Jahr oder hoffentlich bis zum nächsten Jahr. Tschüssi!